Blomberg TV. Frauenhandball-Bundesligist HSG Blomberg-Lippe empfing zum zweiten Heimspiel dieser Saison den HC Leipzig. 22:29 hieß es nach 60 Spielminuten, die aus HSG-Sicht einem Wellenbad glichen. Die Blombergerinnen produzierten zwar viele technische Fehler, blieben aber in weiten Teilen der Partie trotzdem in Schlagdistanz zum Gegner. Zu verdanken war das auch einer ganz starken Isabel Roch zwischen den Pfosten, die zahlreiche Gästewürfe entschärfen konnte.